Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und mit der heutigen Übung mehr bei dir selber ankommen möchtest. Mein Name ist Petra Drachenberg. Ich bin Kunst- und Traumatherapeutin und Expertin für Frauenleben. Ich arbeite in meiner Praxis in Berlin und online mit Menschen in Übergängen und Krisen und mit Menschen, die immer mehr und mehr sich selber kennenlernen möchten. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude bei der Übung, ein gutes Ankommen bei dir, in deinem Körper und im Moment. Bei mir ankommen im Stehen. Nimm dich in deinem Stehen wahr. Schau mal, was jetzt im Moment möglich ist, ob es dir angenehm ist, die Augen einfach zufallen zu lassen, um mehr ins Innen zu kommen, oder ob du gerne die Augen geöffnet halten möchtest, vielleicht weil du auch nach einem Kind schauen musst. Mach es einfach so, wie es für dich im Moment am meisten stimmt. Und komm im Stehen an. Und spüre zunächst erstmal, wie deine Füße auf dem Boden stehen. Nimm mal dein ganzes erwachsenes Gewicht wahr. Wie groß du bist, wie schwer du bist. Und alles das wird getragen von der Erde. Und das spürst du ganz klar durch die Schwerkraft. Und richte deine Aufmerksamkeit zunächst auf deine Füße. Und auch da kannst du vielleicht erstmal beginnen, noch einen kleineren Bereich zu spüren, nämlich deine großen Zehen. Und kannst mal für einen Moment das Gewicht drauf geben, damit mal spielen, wie die dich tragen auch. Und du kannst auch mal ein bisschen nach hinten schwingen, minimal, und spüren, okay, jetzt ist mehr Gewicht auf den Hacken. Und das Gleiche kannst du auch nach links und nach rechts machen. Und wenn dieses Schwingen für dich angenehm ist, dann kannst du das einfach bei der Übung beibehalten oder einfach zwischendrin auch mal machen. Das ist nämlich auch eine sehr beruhigende Übung, so links und rechts ein wenig sich schwingen zu lassen. Und dann richte deine Aufmerksamkeit jetzt am Beginn erstmal auf deinen ganzen Körper. Nimm dich in deinem ganzen Körper wahr, aufgerichtet. Die Unterschenkel, Schienbein, Knie, Kniekehle, Oberschenkel. Die vordere Seite deines Körpers. Die hintere Seite deines Körpers, die Schultern. Die Oberarme, die Unterarme. Die Hände und wieder über die Hände, über die Arme, Schulter- und Nackenbereich, dein Kopf. Und nimm jetzt für einen Moment mal die Aufmerksamkeit zu deinem Kopf und richte den so ein kleines bisschen auf. Es kann einfach nur ein ganz bisschen sein. Und genauso wie du bei den Füßen gespürt hast, dass du mit der Erde verbunden bist, dass die dich trägt, stell dir mal vor, du kannst so von der obersten Stelle deines Kopfes bist du einfach nach oben ausgerichtet. In den Himmel, in die Weite. Zum Göttlichen, wenn du magst, oder zum Spirituellen, oder einfach in die Freiheit. In das, was wir hier auf der Erde manchmal nicht so gut fassen können. Also fühl dich mal aufgespannt, nimm mal beides wahr, wie du getragen wirst, aber auch wie nach oben hin du frei sein kannst und dich einlassen kannst auf Neues. Und jetzt lade ich dich ein, deinen Atem kommen zu lassen. Du hast es bei mir gerade gehört, alleine durch die liebevolle Aufmerksamkeit in den Körper hinein entspannt sich alles und es kommen nach und nach ganz von alleine Atemzüge. Und nimm mal für einen Moment wahr, wie dein Atem jetzt gerade ist, ohne etwas verändern zu wollen. Nimm mal wahr, wo der Einatem in dich hineinfließt und welche kleinen Bewegungen du wahrnehmen kannst. Und das Gleiche
Auch mit dem Ausatmen nimm mal wahr, was da passiert in deinem Körper. Und gleichzeitig kannst du deinem Körper und deinem ganzen System signalisieren, es ist sicher. Ich bin jetzt sicher. Und dann darf sich alles, was hochgefahren ist, einfach ganz von alleine, wie von selbst, runterregeln. Nimm mal wahr, ob es kleine Veränderungen gibt. Und jetzt lade ich dich ein, dich noch einmal in deiner ganzen Größe zu spüren, ganz bewusst die Füße auf dem Boden. Und wenn du kannst und wenn du magst, dann weite dich mal, indem du deine Arme auf Schulterhöhe ausstreckst. Gerne auch mit den Handflächen nach oben, kann aber auch anders sein. Und jetzt kannst du sie noch mal ein bisschen weiter nach oben ausrichten, also vielleicht so, dass sie wie ein größeres V sind. Dein Kopf auch noch mal ausrichten. Du merkst, wie durch die Weite im Brustkorb, im Brustbein viel mehr Luft reinkommt, ja? Und lass einfach diese Atemluft mal in dich einströmen und diese Weite und streck dich noch mal. Nimm nochmal wahr, wie viel Raum du einnimmst und einnehmen kannst, weil du erwachsen bist. In dem Moment, wo du sicher und bei dir selber angekommen bist. Und dann komm zurück und nimm noch einmal zum Abschluss wahr, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Jetzt, in diesem Augenblick. Atme jetzt noch einmal ganz bewusst tief ein und wieder aus. Spür dich noch einmal wirklich in dem ganzen Körper, so wie er sich jetzt anfühlt, und orientiere dich wieder bewusst im Raum. Lass gerne mal die Augen langsam schweifen, den Blick ganz weich. Schau dich um, als würdest du deine Umgebung das allererste Mal sehen und es wie ein Gemälde betrachten. Und dann, wenn du jetzt gleich rausgehst, wohin auch immer, dann trink vielleicht etwas, klopf deinen Körper sanft von oben nach unten aus. Herzlich willkommen im Hier und Jetzt. Wenn du noch mehr über das Thema Selbstregulation, dich spüren, erfahren möchtest und weitere Übungen kennenlernen, dann höre dir die Folge 116 an. Du findest den Link in den Shownotes. Alles Liebe, deine Petra.